Hallo Leute, ja, wir sind hier in Gütersloh. Wir hatten letztes Mal, glaube ich, geschaut, nicht WASD nehmen, sondern den normalen Tasten, wo denn was gebaut werden musste. Und ich glaube, wir waren durch, oder? War da noch irgendwo was offen? Nee, ich glaube, hier unten, das war das letzte vielleicht, was wir gebaut haben. Ich habe jetzt leider die letzte Folge nicht kontrolliert, aber wird schon passend sein, ne? Ja, da müssen wir mal wieder durchgucken, ne? Also, ich glaube, wir waren bei Bushaltestellen oder bei Haltestellen allgemein, wie viel da irgendwo steht, ne? 19 Passagiere, das ist schon mal gut für die Burg hier, vor allem, weil weiter geht's ja nicht. Ich glaube, das geht ja nur bis hierhin, ne? Oh, Königsbrunn sogar welche, das ist weit, weit weg. Respekt, und jetzt kommen da noch welche und den nimmt die mit, ne? 9 Fahrgäste hier hin und der Zug hat 63.000 plus, das macht erstmal einen guten Eindruck. Gut, ich nehme euch erstmal mit auf den Großbildschirm, oder? So, jetzt seht ihr mehr, ne? Hat ja wieder gut geklappt. So, er hat die 19 alle mitgenommen, das ist schon mal gut. Da stehen bestimmt sofort wieder welche, ne? Ach so, der ist hier rechts, der. Ne, da stehen noch nicht welche. Auch gut. Gut, hier ist abgedeckt. Das macht erstmal einen schönen Eindruck hier, ne? Wir gehen mal auf die Karte, glaube. Lass uns hier links anfangen, oder? Dieses Städtchen hat hier schon Straße ein bisschen besser ausgebaut, aber mehr auch noch nicht. Aber hier gibt es ja tatsächlich schon zwei Häuschen, ne? Also gar nicht mal so schlecht. Dann gehen wir nach Ettlingen, war das, glaube ich, ne? Ja, Ettlingen hat jetzt tatsächlich schon ein Haus zu dieser schicken Straße gebaut. Achso, da hatten wir auch schon gehabt, weil da ist ja jetzt eine Bushaltestelle. Okay, erledigt. Hier war, glaube ich, Bünde. Bünde haben wir auch abgedeckt. Hier ist Willig oder Wittig. Wie hieß das? Willig. Ich war, glaube ich, mal ein Lehrer von mir, ne? Oder Lehrerin, ja. Und da unten war Bayreuth, oder? Ja, noch schön hier knapp an der Landesgrenze sozusagen. Dann haben wir hier irgendwo. Da, zwei Brücken. Oh, zwei Brücken braucht schon wieder eine Bushaltestelle. Aber dass die auch immer an der Stelle arbeiten, ne? Das geht ja gar nicht, ne? Das muss man denen mal verbieten, dass die so schlechte Stellen machen, wo man da, ne, Häuser baut. Bebauungsplan total schlecht aufgestellt. So, das heißt, wir müssen hier raus. 1, 2 und da die Bushaltestelle hin, ne? Passt. Passt. Das ist schon mal gut. Jetzt müssen wir hier aber den Stadtbus dann ändern, ne? Fährt hier gerade eine Kutsche durch die Gegend? Ja, da. Regionalbus. Fährt er auch in der Stadt rum? Müssen wir gucken, mal auf der Karte, hier auf dem Plan, ne? Fahrplan. Okay, der fährt auch hier durch die Gegend. Den können wir zumachen. So, zwei Brücken, Rundkapellenweg. Ist das hier oben Rundkapellenweg? Nee, orthodoxe Kirche. Ah, der ist hier ausgewählt, alles klar. Das heißt, Rundkapellenweg ist hier, da fährt er hin. Ich glaube, wir haben hier bei der Planung was falsch gemacht, ne? Der machte mich so eine. Der sollte eine Stelle nach anderen immer zum Rathaus zurück, beziehungsweise hier zum Bahnhof in dem Sinne. Ja, das ist keine gute Lösung hier, würde ich sagen. Wir müssen mal gucken, wie kriegen wir das hin? So und dann einzügen. Ich glaube, so war das, ne? Dann macht das da drüber, oder? Und dann machen wir da mal das Rathaus hin, oder? Schauen wir mal, ob das so richtig ist. Ja, passt. Dann fährt er zur Beuthstraße. Und da muss wieder das Rathaus zwischen. Und dann fährt er zur orthodoxen Kirche. Das ist jetzt hier nämlich falsch, ne? Er soll ja immer Rundkapellenweg, dann fährt er zum Rathaus. Dann zur Beuthstraße, zum Rathaus, zur orthodoxen Kirche. Dann braucht er hier nämlich nicht mehr hinfahren. Und zum Rundkapellenweg braucht er auch nicht, weil der da oben ist. Dann fährt er hier zum Rathaus nach der orthodoxen Kirche und danach fährt er hier hin. Und wenn er von der am Niedernholz zurückkommt, fährt er wieder zum Rathaus. Was ich jetzt hier natürlich nicht dazwischen habe, weil ich hier einfügen hatte. Okay, aber jetzt passt dann wieder, ne? So ist es richtig. Da können noch zwei Haltestellen dazu und dann war es das, glaube ich. So, das sieht doch gut aus, oder? Ist abgedeckt und läuft. Zwei Brücken erledigt. Dann haben wir Bad Zwischenahn hier, da ist abgedeckt. Dann ist Gütersloh hier, da hatten wir schon reingeguckt, genauso wie in Lüneburg. Und das passt noch. Danach haben wir Neubrandenburg hier. Ist noch alles safe.
Dann gehen wir mal erst nach Köln. Das müsste hier liegen, oder? Na, knapp daneben ist auch vorbei, ne? Das passt aber alles noch. Dann gehen wir nach Jena rüber. Das passt auch noch. Und dann ist hier unten Königsbrunn. Das passt auch noch. So, nach Neubrandenburg kam hier Achim. Passt. Dann ist hier Bad Mergentheim. Ist auch noch gut. Und hier war Friedrichsdorf. Ist auch noch gut. Dann ist hier nix und dann war hier die Schwandorf. Schwandorf, okay, ist auch noch abgedeckt, passt. Dann haben wir hier Lippstadt. Okay, da geht nicht sehr viel voran. Dann ist hier Erlangen. Okay, die haben da zwei Straßenstücke gebaut, aber sonst nichts. Und hier war noch Winenden. Zum Ende machen wir Winenden. Dann sind wir durch, oder? Das sieht doch erstmal gut aus, denke ich mal. Wir haben genügend Ausbaustufen gehabt. Das heißt, die Karte kann zu. Jetzt wäre es dann noch interessant, dass wir hier in die Listen gehen und mal gerade Haltestellen gucken, wer wo am meisten wartet. Wartend. Und da haben wir hier Neubrandenburg. Da haben wir ja schon mal letztes Mal reingeguckt, ne? Ja, Achim, Achim, Achim. Ich glaube, wir müssen mal hier hingucken. Wo steht denn der Zug für Achim? Ach, der kommt gerade, glaube ich. Ne, der fährt da nicht rein, ne? Der fährt doch nicht zurück, oder? Doch, der hält doch an der falschen Stelle dann, oder? Hier hat man doch einen Doppelbahnhof, oder? Ach nee, zweigleisig ist es hier. Ich dachte, hier wäre noch. Aber ist ja nicht in Neubrandenburg, war das nicht. Okay, passt. Dann ist das noch richtig. Die fahren nebeneinander rein und raus. Dann ist alles gut. So, Bad Zwischenahn. Warte mal, wir können ja mal gerade schnell in den reingucken. Dann sehen wir, okay, haben alle mitgenommen, die da hoch müssen. So, jetzt kommt ein Zug von unten dann als nächstes. Und da gehören die 109 dann hin, oder wie sehe ich das? Oder vielleicht noch hier Stadtbus. Da gibt es eine Haltestelle. Hans-Eisler-Straße oder so ähnlich. Ist die auch bei? Nicht wirklich, ne? Na, es ist alles also Fahrgäste woanders hin. Zweibrücken, Burg. Lüneburg, Gütersloh, das ist alles nach Süden, ne? Das ist sogar übers Wasser nach Süden. Zwar Zwischenahn ist auch nach Süden. Nur Jena, Köln ist nach, ja, wahrscheinlich Osten. Wenn man es denn so sehen kann. Da kommt aus dem Osten jetzt einer, der dann die ganzen Fahrgäste nach Gütersloh mitnehmen wird und so. Ja. Da fährt einer gerade weg. Wann ist denn der aus dem Süden? Kommt da einer wieder oder nicht? Oh, hier ist gar keiner, oder? Ah, der fährt erst nach da. Vielleicht ist hier einer zu wenig drauf oder so. Kann das sein? Ja, da hinten fährt er bis zur Burg, ne? Von der Burg fahren die bis nach Brandenburg, ne? Oder fahren, nee, die fahren sogar bis nach Köln, oder? Kann das sein? Das ist aber fürchterliche lange Strecke. Ich glaube, da müssen wir mal was machen, ne? Oder? Wird Sinn machen, denke ich mal. Ah, aber wie am besten? Einen draufsetzen oder Fahrplan ändern? Gute Frage. Er kommt auf jeden Fall jetzt hier an, bringt dann erstmal ein paar mit, die nach Norden wollen, so wie Achim und Schwandorf. Und der Rest sollte dann hier einsteigen und er fährt nach Süden wieder weg. Und das kommt mir so vor, als ob der gleich voll ist. Auf jeden Fall, oder? Jo, ist voll und jetzt stehen da noch wie viel? 71 Leute. Zwei nach Bad Zwischenahn, 6. 26, 27. Zwei Brücken ist auch dazu unten. 27, 47, 49. 49 sind das, die da stehen. Ist ja fast schon ein ganzer Zug, ne? Und hier kommt der aus Köln jetzt. Ach, doch, der ist doch schon da. Also ich glaube, dann lassen wir das noch so, oder? Müsste klappen, da brauchen wir nicht mehr draufpacken. Aber hier ist dann richtig was los schon mal, ne? Müssen wir jetzt mal gucken, wenn der da kommt, ne? Wie ist denn im Norden? Da kommt keiner nach Süden, okay. Was macht Gütersloh? Oder, ja, wir wollten ja in die Liste gucken, ne? Haltestellenliste. Friedrichsdorf stehen 129 Leute. Warte mal, da passt doch was nicht. Wieso stehen hier so viele Leute? 40 wollen nach Wilnsdorf, Burghafen über Friedrichsdorf. Friedrichshafener Straße, das ist doch hier oben dann, ne? Gut.
sind viele über Friedrichshafener Straße dann, ne? Das heißt, uns fehlen hier Schiffe. Ich sehe auch gar keins. Ist da überhaupt was drauf groß? Wahrscheinlich nur eins oder so, ne? Hier Gütersloh 2. Hier nach Köln, die wollen da alle hin, ne? Verbindungen. Motorschiff, Erlangenhafen, Waldhafen, Friedrichshafen. Ja, das ist hier unsere Linie, ne? Wie Fahrzeugliste, eins da drauf. Ich glaube, da sind wir ein bisschen schlecht mit unterwegs, ne? Aber wir hatten noch hier irgendwo noch ein Schiffsdepot gemacht, ne? Ja, da. Dann lass uns mal da gleich mal hier draufsetzen, weil einer, das war jetzt wohl nicht so der Bringer, ne? Den da auswählen, Motorschiff war Friedrichsdorf, Erlangen-Waldhafen, ne? Ich hoffe, das war jetzt richtig. Erlangen-Waldhafen, ich glaube, das ist richtig. Starte die mal alle. War doch Erlangen-Waldhafen, ne? Hier oben, ne? Oder? Ja. So, einer fährt schon wieder. Kommt da jetzt raus und fährt natürlich erstmal nach drüben, ne? Ist klar. Fahrplan. So, jetzt fahr hier runter. Das ist nicht sinnig, dass du da oben hinfährst. Wenn der Hafen hier um die Ecke ist. Habe ich den jetzt ausgewählt? Nee, ne? Mal schnell gucken, wie viel da einsteigen. Mach mal gerade ein Stück schneller, dass du auch ankommst. Oh, 14 von 16 nur. Da warten jetzt vier Passagiere. Kann ja sein, dass die Kutsche hier auch zu wenig ist. Hier standen noch mehr, oder? Da tue ich mich jetzt. Oder nee, hier ist es doch Friedrichsdorf, ne? Nee, das ist Neubrandenburg. Mach mal zu. Wo ist denn der Friedrichsdorfer Hafen? Ja, der fährt ja mit 14 da schon mal hoch, aber da passt ja was nicht, oder? Hier standen noch 129 Leute. Welcher ist denn das hier? Der ist das hier doch. Bad Mergentheim. Hier müssen noch ganz viele übers Wasser. Ja. Das heißt, hier ist auch eine Kutsche zu wenig. Aber die Kutschen kommen von da unten irgendwie angefahren, ne, oder? Wo ist denn hier überhaupt einer da oben? Friedrichsdorf Hafen. Ist nur eine Kutsche da. Ich glaube, da haben wir jetzt ein Problem. Fahren die da wirklich rum dann? Das ist ein langes Ende, ne? Ja, komm, aber es. Ja, oder? Wir bauen. So oft brauchen wir das, glaube ich, nicht, oder? So, doppeltes Gespann und dann die Kutsche, die schnelle. Dann der Fahrplan für Friedrichsdorf Hafen. Jetzt habe ich die ein paar Mal kopiert. Fährt der erste schon raus? Weiß ich gar nicht. Oder habe ich daneben geklickt? Ich glaube, ich habe daneben geklickt. Verlässt Depot. Mal gerade ein Stück schneller, weil ich will die nicht alle auf einen Fleck haben. Hat er nicht genommen, ne? Jetzt starten, oder? Oh, da waren doch zwei, die ich gerade losgeschickt habe, aber die werden sowieso nacheinander rausgeschickt. Alles klar. Passt das erst? Das können wir hier wieder wegtun. Erlangen-Waldhafen, wo war das? Hier, ja, das war jetzt nicht so wichtig, glaube. Stehen da jetzt noch welche? Ne, ne? Das ist jetzt übers Wasser und da sind jetzt ein paar Schiffe mehr. Aber die sitzen noch nicht. Sind noch nicht alle auf Strecke, glaube. Das ist Friedrichsdorf. Gut, dann muss ich hier nochmal rein, weil hier kann ich die nur starten, ne, oder? Ja, da steht eins. So, das ist jetzt. Ach, der fährt jetzt auch nach da oben. Ist aber. Wilnsdorf, Wilnsdorf. Doch, da, warte, 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 warte. Du fährst hier unten hin. Fahrplan dahin. Und okay. Und los geht's. Und er hat jetzt 6 da drauf. Na, wird schon werden. Und er jetzt hier hat auch 6er. Volle Kutsche. Ja, starte den mal. Dann sind die schon mal alle raus. Da ist keiner mehr. Hier stehen noch.
Nach Erlangen reichlich, nach Lippstadt reichlich, ne? Die wollen alle nach oben. 122, Alter. Ja, das bedeutet, wo ist denn das Schiffchen jetzt hier? Das müsste doch hier irgendwo sein, oder? Das war nicht das, ne? Das war voll, oder? Na, sechs da drin da schon. Habe ich das irgendwie verpasst, das Schiff? Ich habe doch noch einen losgeschickt, oder? War da nicht noch einer drin? Okay, und dann ist was schief gelaufen. Wir sind denn jetzt auf dieser Linie? Ist das die richtige? Friedrichsdorf, Erlangenwald haben. Ja, 1, 2, 3, das ist mir zu wenig. Da muss ja noch ein viertes sein. Habe ich das verkauft jetzt irgendwie aus Versehen oder so? Oder hier steht auch eine 2 dran, ne? Ich glaube, ich habe was falsch geklickt wahrscheinlich. Starten. Hier ist noch einer drin. Ne? Wahrscheinlich habe ich aus Versehen irgendwas geklickt, was da nicht sein sollte. So, mal kurz hier den fahren lassen. Nee, du machst auch eine Planänderung gerade, weil ich glaube, da unten sind schon von der Pferdekutsche welche gekommen. Ja, da stehen schon 6 Personen. Das geht schon mal. Und den haben wir noch nicht. Und der soll auch mindestens 6 haben. Das heißt, wir müssen warten, bis eine Kutsche da vorbeigekommen ist, oder? Weil jetzt steht doch da keiner, ne? Ja. Machen wir, dass die Kutsche da noch hingeht. Und die nächsten 6 sind, weil da stehen ja welche drin, ne? Ja. Gut, das heißt, wir starten den. Jetzt ist hier niemand drin, ne? Okay, der fährt auch wieder nach da oben. Das soll er nicht machen. Sondern er soll auch erst hier unten hinfahren, weil da könnten ja Passagiere stehen, ne? Hier niemand, aber da unten stehen ja schon 6er. Passt. Okay, die Kutsche ist auch nicht viel schneller wie das Schiff. Das heißt, das Schiff fährt ja also nur mit 6er darüber. Ich glaube, das ist hier eine Pillerente, oder? So, da haben wir da ein paar drauf, die da mal rüberfahren. Und er kann jetzt hier noch reichlich rüberbringen, 116. Wenn die alle wieder da sind, ist das auch schon mal gut. Wir haben, glaube ich, 44, 4 mal 6 ist 24, oder mal mehr, ich glaube, es war vielleicht auch 5. 5 mal 16 sind 80. So, dann haben wir das erstmal schon geschafft, oder? Dann würde ich sagen, machen wir auch erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wie ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.